Irgendwie kommt mir dieses Ding hier nicht so bekannt vor. Two Side Zero Research Team. Re-Temporary Suspension of Mummy Research. Mummified Body? Nee, das habe ich tatsächlich auch nicht gelesen. Is more delicate than first people thought and has high likelihood of being destroyed by the quakes. As a precautionary measure, cease all mummy research and maintain a 20-meter radius safety perimeter around the mummy. Do not attempt to recover equipment, deswegen das Zeug da oben, and documentation at the site. Wie auch immer sie das Zeug da hochgebracht haben. Ich meine, habt ihr hier schon mal einen Kran gesehen? Das ist eine Antenne. Huh. Huh. Nein, ihr habt ja noch keinen Kran gesehen. Außer vielleicht am Anfang gab es irgendeinen Turm, aber das war ja eher eine Aussichtsplattform. Leute retten, Leute retten, Leute retten. Wodzinski! Moment, das ist irgendwie Déjà-vu. Damit meine ich nicht nur unbedingt die Lautsprecherdurchsage, Radiodurchsage, sondern ich glaube, ich habe mich getroffen. Jetzt aber. Ich bin vielleicht Super Derek. Gosh darn it. Aber das heißt nicht, dass ich unsterblich bin. Deswegen. Meine Pistole ist natürlich wieder alle. Aus dem Hinterhalt. Bam. Shit. Das Ding würde ich ganz gerne eigentlich mal persönlich zielen. Aber. Geht auch händisch. Rein theoretisch könnte ich auch. Ich meine, ich könnte auch meine Slow Motion zünden, aber die ist jetzt eigentlich zu wertvoll. Wobei die bestimmt zur Hälfte blaue Kugeln droppen. Ich sollte häufiger Slow Motion einsetzen. Weil Slow Motion ist cool und tut weh. Ich habe irgendwie so ein bisschen Angst, ich muss nachher durch die ganzen Silos durch. Und mit Angst meine ich Gewissheit. Aber das sollte jetzt alles ein bisschen schneller gehen. Ich bin ja jetzt OP. Und wenn ich weiß, was OP bedeutet, das bedeutet Overpeenout. Guten Tag! Ihr kennt mich schon. Unter dem Namen die Faust. Und die Beinschere. Aber hauptsächlich unter die Faust. Und unter der Faust. Aber, nee, das ist nur ein Eigenname, dann ist es die Faust. Bau nix, hab nix verloren. Whoop. Oh, könnte ich vielleicht da oben links? Wäre jetzt die. Secret Tunnel. Oh, kann ich da oben vielleicht sogar rauf? Oh mein Gott, es gibt so viele neue Elemente, die es zu untersuchen gilt. Außer, dass hier nichts ist. Cool. Cool. Ja. Einfach mal locker flockig rüberjumpen und alles umgehen. Ah. Game. Game, you know what you're doing. Ah. All die Hinweise. Und man dachte, man könnte nicht. Aber in Wirklichkeit kann man. Ist das schön. Was haben wir denn hier? Ein Sturmgewehr. Nein. Typ? Da liegt hier eine geheime Leiche. Eine Geleiche. Aber die hat nichts. Was soll das denn? Namco, du weißt nicht, wie man Spiele macht. Da war ich so schlau und hab diesen Teil hier gefunden und das da vorne kennt ihr vielleicht auch noch. Da hinter dem Stein liegt Loot. Oder sollte es zumindest. Weiß man ja nicht. Vielleicht haben die sich gedacht, ach Loot, wer braucht das schon?
Wer geht denn zum Beispiel hier oben hin und findet die geheime Leiche? Bestimmt keiner. Also verstecken wir da mal besser nichts. Oh. Hier ist noch ein kleiner Abschnitt. Nein, nichts. Einfach nur nichts. Es ist einfach nur da, um die Gegner zu umgehen. Was hier auch okay ist. Aber ich meine, ich bin Super Derek. Ich möchte Leute verprügeln. Over the Rock. Meine Erinnerung hat mich nicht getrügt. Warum sollte sie auch? So, ich brauche immer noch nichts. Die Riegel hebe ich mir auf. Die bleiben da liegen. Wenn hier mal irgendein Forscherteam in Zukunft kommt. Aus Archäologen. Wojcinski, ich komme für dich. Und hier sind Stealthalan. Weiß ich doch. Da steht schon einer. Ihr seid schlecht versteckt, Leute. Nicht für meine Adleraugen. Haha. Oh Gott. Wisst ihr was, Leute? Wisst ihr. No! Nur weil du denkst, du kannst hochspringen, heißt das nicht, dass du mich besiegen kannst. Oh shit. Das hätte cooler laufen können. Oh, das Ganze normal. Hehehe. Ist noch einer? Meint ihr noch irgendjemand, der müsste leben? Nein? Gut. Die zwei Slow-Mos haben jetzt meine Energie nicht so gut getan. Egal. Alles egal. Ich brauche das nicht. Ich brauche auch keine Mysteriegel, auch wenn ich weiß, dass sie da hinten liegen. Ich besiege jetzt den ersten Schwabbel, den man im Spiel findet. Ich glaube, das ist der erste Schwabbel, den man im Spiel findet. Ah, früher habe ich sie noch einzeln kaputt gemacht. Heute ist das ja. Wer hat den ersten Tritt? Nicht du. Ah, als man noch Angst hatte, ne? Als man noch gestorben ist. Oh, kennt ihr euch noch? Oh, wisst ihr noch damals, als ich noch gestorben bin? Bin ich ja auch schon, aber. Psst. Das soll keiner wissen. Wer muss schon. Das war ja nicht mal angekratzt. So! Oh, du kippst so langsam um, Junge. Da kann ich ja zwei Tritte reinsetzen. Ja. Damit hast du nicht gerechnet. Mit meinem Shoryuken hier. Na. Oh, vielleicht sind das. Vielleicht sind das sogar keine fetten Leute. Vielleicht sind die schwanger. Vielleicht kommen da die kleinen Telankrieger her. Die Babys mit den Glatzen. Nee, Moment, die haben alle Glatzen. Vergesst das. Außerdem ist das you. Ziemlich you. Oh! Und hier kommt. Ha, ja. Das weiß ich auch noch. Ach, ist ja alles nostalgisch hier. Wie als wird man seine Heimatstadt besuchen gehen? Eigentlich. Ich meine. Ihr habt schon George Takei gehört, eigentlich. Aber vielleicht. Vielleicht steht da was Neues drauf. Man weiß ja nicht. Research Report Number 170. Carbon Dating Results. Ich glaube, ich habe das schon vorgelesen. Show that Site Zero has existed here for about 400 million years, Captain. Around that time, the first forests began to discover warp drives. These forests were populated by Borg, which have not existed at this time. I think all the plants in the Delta Quadrant
are two theories regarding the existence of the plants. First, they were either beamed down by Scotty to the nascent Earth and originated from Site Zero. There is no second theory. Endlich mal wieder frische Cola trinken. Und mit Cola meine ich ein undefiniertes, kohlensäurehaltiges Getränk, welches möglicherweise eine Parodie oder eine Anlehnung an Cola ist. So läuft das, mein Herr. So läuft das. So läuft das. Jawohl. Noch ein kleiner Kick hinterher und schon ist dein Bruder tot! Was willst du tun, mein Kumpel? Was ist dein Begehr? Dein Begehr ist Gras, aber du liegst dafür falsch.